Liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus dem Studio. Hinter der Kamera wie immer Nico und heute haben wir was ganz Feines für euch. Nicht von Verdampf nochmal, sondern von Open Mind Shop. Vielen Dank nochmal an Simon und zwar der Phoenix Mini. Nico meinte der Kamera, zeig das mal hoch. Ich habe das nicht vergessen, ich wollte das jetzt mal anmoderieren. Der Phoenix Mini ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Wartburgreiser. Was besonders an dem Gerät ist, das erfahrt ihr in diesem Video. So, die Freunde, der Phoenix Mini, jetzt mal hier beim Auspacken. Was ich cool finde, ist die Verpackung schon mal. Machen wir die Verpackung mal gemeinsam auf. So. Also, und da ist er schon, der Phoenix Mini. Im Vergleich zum vorigen ist er echt nochmal ein Stückchen kleiner geworden. Wir haben natürlich wieder ein User Manual dabei, auf Deutsch. Und beim Phoenix Mini ist besonders wie beim anderen auch wieder, ihr könnt wieder alles benutzen. Ihr könnt damit verdampfen. Kräuter, Wachse und Harze. Wirklich alles. So, hier steht immer alles drauf, wie er funktioniert. Phoenix Mini, ein aus, Batterie schwach, aufladen, Fehler, Countdown zum Abschalten und die Temperatur eben. Und nicht mehr viel, gehen wir mal über hier zum Gerät und fangen mal an damit zu gucken. Das ist das Gerät. Machen wir mal alles auf hier. Dann haben wir hier die Kräuterkammer, wie gesagt. Simon meinte, er wäre gut. Mal gucken, ob Simon recht hat. Dann müssen wir auch mal testen hier. Simon sagt, das ist auf jeden Fall ein cooles kleines Minigerät. Wir machen mal die Verpackung zur Seite. Wir haben, wie gesagt, dabei eine Bürste, ein Ersatzsieb mit dem Sieb da drin und dem Silikonteil und eine Pinzette und ein Ölspachtel, wenn ihr wollt. Dazu haben wir hier, ich packe das mal aus, weil die brauchen wir gleich, die Extraktkammer. Ja, klein, aber fein. Bringt trotzdem viel rein. Und wir machen einfach mal die Folie jetzt ab und machen mal das Mundstück ab. Das hier ist das Mundstück, die Cooling Unit. Das ist eine recht große Einheit. Das finde ich auch cool. Dadurch hat man echt einen sehr kühlen Dampf. Hier unten haben wir die Kräuterkammer. Da können wir wie gerade auch den Extraktbecher einsetzen. Zack, Extraktbecher ist drin. Voila, wäre er zu und sofort startbereit. Ja, den habe ich natürlich jetzt auch schon mal aufgeladen. Das heißt, wir machen den wie so eine E-Zigarette an. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fährt er hoch. Und wir können die Temperatur einstellen. So. Komm. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, das mache ich jetzt mit Fahreneinheiten. Ich muss es nochmal umchangen. Das blendet euch der Marc hoffentlich ein, wie man da die Temperatur umchangen kann. Ich mache jetzt mal schön auf 83 Grad Fahreneinheiten. Und ihr seht, wie der Phoenix, das Teil heizt so schnell auf. Es ist echt atemberaubend. So, wir machen zum Testen, nehmen wir heute mal Extrakt. Und zwar hat mir der Simon da noch was mitgeschickt. Und zwar CBD-Point. Die bekommt man auch in seinem Shop. Kann man sich also CBD-Hasch bestellen. Und wir werden jetzt noch ein bisschen was verköstigen davon. Also, ich gebe mal Simon zum Riechen. Simon, sag schon, Nico zum Riechen. Okay, ja. Riecht also schon mal sehr interessant. Also, wie gesagt, das Hasch gibt es bei Simon im Shop. Und wer das als Werbung sieht, der soll das sehen. Ich habe dafür kein Geld bekommen. Aber ich darf es eben hier testen. Und dafür mache ich gerne Werbung und sage das denn, dass ich das vom Open Mind Shop habe. Letztens hat sich ein Zuschauer darüber aufgeregt. Ich werde nur noch eine Werbehure. Ihr müsst Folgendes sehen. Ich bin nicht der reichste Mensch und ich könnte mir das hier alles gar nicht leisten ohne meine Sponsoren. Und wie jetzt der Simon, mit dem ich eigentlich auch gut befreundet bin, und ich ihn gefragt habe, ey, kannst du mir da was zur Verfügung stellen? Und so, ja, ich mache dir ein Paket fertig und habe jetzt hier die Möglichkeit, das für euch zu testen. Also Leute, seid nicht immer so kritisch. Die meinen es auch nur gut. Natürlich ist es auch für die ein bisschen Werbung, aber ich bekomme dafür keine Gelder. Ja, das ist wirklich aus Überzeugung. Wenn mir ein Gerät nicht gefällt, könnt ihr Nico fragen. Dann brechen wir das Video ab und löschen die Dateien und schicken es zurück, oder? Ja. Haben wir schon gehabt, die wir zurückgeschickt haben. Hier gibt es nur ehrliches Feedback und ehrliche Reviews. Wenn ich von einem Gerät nicht überzeugt bin, mache ich dafür auch keine Werbung. Das ist Punkt. So, weiter zum Gerät. Ich wollte diese Ansage einfach mal machen. Ansage an die Hater. Wir fangen einfach jetzt mal an, machen jetzt mal die Kräuterkammer hier rein, beziehungsweise die Extraktekammer, Entschuldigung.
packen das Gerät zu. Und wie der so ist, er ist wirklich sehr klein. Schaut euch das mal an, der passt wirklich in einer Hand. Das ist wirklich schon mal ein Bonus. Er lässt sich mit Micro-USB aufladen. Ihr habt reichlich Zubehör dabei. Ihr könnt damit nochmal Harze, Blüten, also eure Blüten eurer Wahl in eurer Aromatherapie, und ihr könnt sogar Öle verdampfen. Und das zeigt mir einfach, dass dieses Gerät einfach Bombe ist. Und ich gebe zu, ich habe ihn nur aufgeladen, aber nicht getestet. Und dann fange ich jetzt mal mit an. Oh ja, da ist der Haschgeschmack. Lecker, das Hasch. Sehr, sehr gut. Also Leute, ihr habt keinen Dampf gesehen. Das hat damit zu tun, alles, was man auspustet, ist verlorener Wirkstoff. Weil das nimmt die Lunge nicht auf. Muss aber schon merken, man schmeckt das Hasch ordentlich raus. Es ist wirklich sehr lecker. Ich dampf nochmal ein. Sehr, sehr lecker. Mein Fazit. Kleines Geld, er ist nicht teuer. Er passt super in die Hand. Man kann ihn auch einfach in die Tasche stecken. Zack, wäre jetzt in der Tasche bei mir. Handlich. Man kann ihn mit einer Powerbank zum Beispiel dann auch aufladen. Wer nicht so viel Geld hat und einen günstigen Preissegment wirklich einen tollen Vaporizer haben will, den empfehle ich den Phoenix Mini. Kleine Info, zu dem Phoenix Mini werde ich nochmal ein zweites Video machen. Und zwar, wenn ich ihn jetzt mal einen Monat getestet habe. Aber jetzt schon beim ersten Test kann ich sagen, er wird nicht heiß. Er hat eine große Kräuterkammer. Bis jetzt kann ich ihn nur wärmstens empfehlen. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert gerne diesen Kanal und ganz, ganz wichtig, Feedback. Gebt uns Feedback, wie wir uns verbessern können. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Also Leute, bis dann, euer Daddy und wie immer hinter der Kamera, der Nico.